Wir sind hier in Halle an der Saale, in den Frankischen Stiftungen im Freilinghausen-Saal. Wir nehmen eines unserer Crossover-Projekte hier auf mit Musik aus dem 17. und aus dem 20. Jahrhundert. Zusammen mit Lauten Kompanie dürfte ich die tolle Musik von Purcell und Beatles genießen. Eine, wie wir finden, ganz wunderbare und geglückte Verbindung. Die Musik kommt aus derselben Gegend und es trennen sie zwar mehrere hundert Jahre, aber viele andere Dinge verbinden sie. In der Art der Melodik und in der rhythmischen Gestaltung treffen sich die Beatles und Henry Purcell auf halbem Wege. Dabei haben wir Verschiedenes ausprobiert, experimentiert und gehen eine aufregende Symbiose miteinander ein. Die Songs von den Beatles, die für unser Projekt von Boo Wiegert bearbeitet worden sind, kennen wir alle aus unserer Jugend oder aus unserer Kindheit. Das ist Musik, mit der wir groß geworden sind. Das hat auch schon fast etwas Klassisches. Wenn man so bekannte Popmusik, die einen über Jahrzehnte begleitet, plötzlich selbst spielt und dann diese Songs kombiniert mit der wirklichen alten Musik, die Henry Purcell zum Ende des 17. Jahrhunderts komponiert hat. Henry Purcell hat man schon zu seiner Zeit den Orpheus Britannicus genannt. Einen der Komponisten überhaupt. Seine Musik ist eingängig, melodisch, heute würde man sagen poppig und macht unglaublichen Spaß zu spielen. Mein Instrument, Saxophon, gab es damals nicht. Weiß man, kennt man. Aber diese Einstellung, alle sind willkommen, spielen gerade die Instrumente, die da sind, von damals, finde ich wirklich toll. Und deswegen mit Saxophon probieren wir Verschiedenes aus. Das zu erleben, die Art und Weise, wie man spielt, wie man die Musik macht, das war wirklich für mich sehr, sehr inspirierend. Aus diesem Zusammengehen unterschiedlicher Zeiten und Stile entsteht eine neue, aufregende Mischung von Musik. Die Musik ist so schön und reizvoll und uns macht es riesig Spaß. Ich freue mich wirklich, das zu erleben.